Und willkommen zurück im alten Griechenland. Willkommen zurück zu Assassin's Creed, Leute. Servus. So, in der letzten Folge haben wir ja das Versteck des Zyklopen hier gesäubert. Wir haben jetzt eigentlich nur noch ein paar Tierchen hier. Und ja, die könnten wir eigentlich auch schnell mitmachen, würde ich sagen. Dann kriegen wir bestimmt ein bisschen Fleisch und sowas. What the fuck? Oh nee. Sag jetzt bitte nicht, wir müssen dieses Ding nochmal machen hier. Alter Schwede. Das geht schon gut los. Ich mache das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Was ist da los? Ist das ein Elite-Gegner gewesen oder was? Oh bitte, ich will das Lager nicht nochmal machen müssen. Ich habe alles so schön gesäubert. Café leer. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ne, sieht nicht so aus. Hier ist einer, den haben wir vorher schon gekillt, der tut uns aber nichts. Das sind, glaube ich, Elite-Gegner oder so. Die haben so ein komisches Ding da oben drauf. Okay, die lassen wir jetzt mal. Jetzt keinen Bock, hier nochmal abzukratzen. Was ist denn hier hinten? Das ist der Aussichtspunkt, den haben wir erledigt. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter am Strand entlang. Ein Schlag und down. Heftig. Okay. Sind von da hinten gekommen. Aber warum sind die so stark? Ich traue mir gar nicht da rangehen. Ah, ich gehe lieber mal weg. Ach, kann man sie so weit rein? What? Alter, der macht mir komplett down mit einem, mit zwei Schlägen. Alter! Willst du mich verarschen? Er ist schon machbar, aber wenn der dich einmal halt oder zweimal trifft, dann bist du weg. Das kann doch nicht sein, dass bloß weil das ein Level-Unterschied ist, dass das so viel ausmacht. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist ja heftig, ey. Okay, wir müssen nicht nochmal das Lager machen. Okay. Ich muss mich Nee, verstecken. müssen wir nicht. Wir müssen einfach nicht dahin gehen. Haben wir auch noch was. Lassen den jetzt einfach mal. Wir müssen nicht immer alles antatschen. Entschuldigung. Ich bin leicht erkältet. So, okay. Dann würde ich sagen, schau mal über die Karte und gehen mal langsam hier nach oben. Verfluchtes Tal von Palais. Oder von Palle. Palle, sucht euch aus. Palle hört sich besser an. Aber ich bin eigentlich Pille-Palle.
Da hinten wäre auch ein Boot gewesen. Oh, das ist ein Wal gewesen. Oh, bitte mach jetzt hier das. Oh. Ich will jetzt nicht durch Haie sterben oder sowas. Schauen wir doch mal. Wachen oder so sehe ich jetzt hier keine. Aber ich denke, das wird eine Art Nebenquest hier sein. Kann man hier reingehen? Nee. Der wird eine Quest haben, denke ich. Wir reden mal. Söldnerin! Frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kreusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube nicht schon. Mit Geld. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien? Ja. Jeder fürchtet sich vor Haien. Habt ihr ihre Zähne gesehen? Ach, glaub mir, das haben wir. Und wir möchten sie wirklich nicht nochmal sehen. Dieser Hai versperrt uns den einzig sicheren Weg, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel. Ach, da war ich doch schon. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich kann sie selbst behalten. Wenn sie so kostbar ist, warum sollte ich sie nicht einfach selbst behalten? Eine gute Tat? Eine Geste guten Willens? Um uns aus diesem Gemüsealbtraum heraus zu helfen? Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst sie. Ja, da wird nur die Kette drin sein. Oh, was mache ich denn? Ja, komm, ich mach's. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krani im Süden. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Nein. Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Mein Gott. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Okay. Der Tempel ist unter Wasser vor der Küste von Kefalenia. Er liegt im Süden der uralten Ruine von Kranui. Kranioi? Keine Ahnung. Der Tempel ist unweit der Insel Zeus. Gottes Willen. Ist doch bestimmt hier unten, oder? Ruine von Kranoi, ja. Sehen wir, ja, das ist genau der hier. Mann. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber nicht schnurstracks runter, sondern wir machen jetzt hier oben, gehen wir noch ein bisschen mit den Fragezeichen weiter. Dann können wir da noch ein bisschen was erledigen. Kriegen vielleicht auch ein bisschen mehr EP. Und die machen wir dann nebenbei noch mit. Aber was in dieser Folge schaffen, kann ich nicht versprechen, Leute. Wir schauen einfach mal.
Aber ich glaube, dass ich da einfach ein bisschen bessere Waffen brauche, weil das ist einfach ein bisschen zu schwach. Banditenführer. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Dann schauen wir mal. Eins, zwei. Da ist der Schatz. Schätze müssen es aber zwei sein. Da ist einer. Okay, es gibt bis da runter. Okay. Legen wir mal die Stiefel an. Hier haben wir Stiefel. Ah, hier oben haben wir auch was. Können wir da schon was anlegen? Ah, alle Stufe 3. Okay. Hier oben, was haben wir da? Ah, da haben wir den da. Okay. Können wir da nichts machen. Und wenn wir uns den hier schnappen könnten. Dann komm doch her und guck mal nach. Das ist der erste Schatz. Falscher Alarm. Ist da jemand? Jetzt können wir uns eigentlich gleich den schnappen. Dann nehmen wir den Loot noch mit. Das müsste auch schon ein Boss sein. Okay, läuft. Mei, ist irgendwie ganz sauber. Das ist echt geil gemacht mit dem Anschleichen. Okay. Ah, Söldnerhandschuhe, sehr schön. Ich würde gerne mal ausrüsten. Da haben wir nämlich noch gar nichts. Sehr schön. Es läuft, es läuft, es läuft, Leute.
So, jetzt würde ich sagen, ich gehe mal ein bisschen in Deckung und schau mal, wo die zweite Kiste ist. Eins. Da könnte die Kiste sein. So, oh, Hopolitenschwert. Schauen wir doch mal, Hopolitenschwert. Ist vom Schaden genauso. Ist eigentlich ganz genau das gleiche. Okay, dann lassen wir das noch. Das müssten wir hier eigentlich alles erledigt haben. Ah, da ist ein Hund. Die andere Köter. Okay. Schauen wir doch mal durch, ob wir jetzt hier die blöde Kiste noch finden. Kriegen auf jeden Fall schön Drachmen. Warum ist der denn tot? Der hat ja gar nicht gekillt hier hinten. Muss jetzt recht sein. Okay. Jetzt kriegen wir EP 165. Oh, das bringt uns fast gar nichts. Okay. Und dann gehen wir weiter hoch. Gehen wir hier hin. Ja, ist auch wie so ein Lager. Holzfäller Lager plus 33 EP. Zwei Schätze. Eins. Okay, komm, lass die mal kühlen. Jemand verschaukeln oder was? Okay, ist da hinten drin. Der hat nichts. Er hat auch nichts.
Die dürfen eigentlich eh nichts tun hier, oder? Sieht nicht so aus. Oh, geile Sache. Eine schöne Hose bekommen. So, unentdeckter Ort. Da gehen wir jetzt doch mal hin. Mal schauen, wie da der Levelbereich ist. Eine Fackel aus, um die Umgebung zu beleuchten. Alles klar. Melisani-Höhle. Die Hülle hier oder was? Dann springen wir noch mal rein. Super. Weil die richtig war, nicht dass jetzt wieder rausgeht. Okay, hier geht's raus. Okay, unten ist ein Schiff, aber ich habe die Hülle noch nicht abgeschlossen. Schauen wir mal, ob wir speichern können. Jep, speichern mal. Und dann schauen wir doch mal rein. Ich sehe gar nichts hier. Wir machen erstmal überirdisch, würde ich sagen. Dann schauen wir mal hier. Scheiße, ich will nie wieder raus. Oh, hier geht es noch weiter runter. Thank you.
Was ist hier? Mich entdecken. Okay, da ist ein Schatz. Also, dass sie das nicht gesehen haben, ist auch lächerlich. Das ist jetzt schon ein bisschen lächerlich. Dann müssen wir jetzt recht sein. Eins von zwei, okay. Halsketten. Hier, keine Ahnung. Turmpilze. Okay. Okay, das war's jetzt hier, oder was? Okay, ein bisschen schlauchartig jetzt hier. Hier geht's wieder Wasser rein. Ich weiß nicht, ob man von der Seite überhaupt dann hierher gekommen wäre. Scheint eine andere Höhle zu sein. Hier. Dann kann man auf jeden Fall nicht hoch. Und glaube ich, hier gehe ich jetzt im Kreis. Ja, hier bin ich vorher hoch. Hier bin ich vorher reingesprungen. Ah, hier ist was. Okay, weil das ist Ostragon-Rätsel.
Müsste hier irgendwo sein. Wo sind wir? Ah, da. Da ist es. Hast du dich schon gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könne man am tiefsten tauchen. Doch es gibt einen See an der Küste von Koliadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Ja, die Frau aus Marmor, die wird wohl nicht aufhören zu tauchen. So, irgendwo war hier eine Lady. Habe ich mal gesehen. Vielleicht müssen wir so raus. Irgendwie rausklettern. Gut, dann haben wir die Höhle auch abgeschlossen. Sehr schön. Sehr verwirrend, muss ich sagen, mit den Höhlen. Sehr schön. So, okay. Dann schauen wir doch nochmal. Hier gibt es Quests, Nachrichtentafel, gibt es einen Schiffsdock und auch einen unentdeckten Ort. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt aber einen Cut. Schauen wir in der nächsten Stelle. Hier werden wir noch ein paar Quests kriegen, was wir denn hier irgendwo auf der Insel auch erledigen können. Und hier unten ist es mit dem Hai. Da sind wir gleich in der ersten Folge gestorben. Das werden wir uns vielleicht in den nächsten, vielleicht übernächsten Folge anschauen, je nachdem, wie viel uns auf dem Weg dorthin noch erwartet, würde ich sagen. Bleibt auf jeden Fall dran, ist sehr, sehr spannend. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann würde mich alles sehr, sehr freuen. Lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt. Und wenn nicht, vielleicht sehen wir uns trotzdem in der nächsten Folge. Würde mich sehr freuen. Gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays. Ciao, ciao. Euer Andi.